St. Martin ritt durch Schnee und Wind. Sein Ross sahst du ihn fortgeschwind. St. Martin ritt mit leichtem Mut. Sein Mantel deckt ihn warm und gut. Im Schnee, eine lange Tradition ist es jedes Jahr im November im DRK Kindergarten Knirpsenland in Pößneck, das Martinsfest zu feiern. Man trifft sich kurz bevor es dunkel wird im Kindergarten, um sich mit Glühwein und Kinderpunsch auf das Fest einzustimmen. Der Förderverein der Kita Knirpsenland, viele Eltern und Erzieher halfen bei der Organisation des Festes und der Verpflegung mit. Im Kindergarten stimmt man sich schon mit gemeinsamem Gesang begleitet mit der Gitarre zu diesem Tag ein. Mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Oben leuchten die Sterne und unten leuchten wir. Ein Lichtermeer zu Martins Herabimmelabammelabum. Ich bin hier die Leiterin im DRK Kindergarten und wie ihr im Hintergrund seht, sind ja recht viele Menschen bei uns im Kindergarten. Der Grund liegt darin, dass wir heute unser Martinsfest feiern. Das ist ein Traditionsfest bei uns in der Einrichtung, findet jedes Jahr statt, zum Anlass des Martinsfestes natürlich. Das heißt, wir treffen uns heute hier, die Kinder bringen ihre gebastelten Laternen mit, der Elternrat und der Förderverein haben Bratwürste gebraten und es gibt Wiener und Glühwein und Kinderpunsch, sodass sich hier alle erstmal vergnügen können, für ihr leibliches Wohl sorgen. Und sobald es dann dunkel wird, marschieren wir dann gemeinsam mit der Feuerwehr im Gepäck durch Pößneck und singen natürlich schöne Martinslieder. Sobald die vielen bunten mitgebrachten Laternen und Lampions der Kinder mit ihren Lichtern gut zu sehen sind, geht es los mit einem Rundgang durch die Stadt. Damit alle auf dem Rundgang sicher die Straße überqueren können, sperrte die Feuerwehr Pößneck und die Polizei die Straße. Zu Beginn und am Ende des Martinsumzuges trug die Feuerwehr Fackeln. Mittendrin liefen die Erzieher des Kindergartens und spielten weiterhin Lieder auf der Gitarre. Mit Gesang und guter Laune traf man sich dann im Gottesackerpark.
Hier wurde den Kindern noch einmal eine kleine Geschichte über den heiligen St. Martin erzählt. Für alle Kinder gab es eine Brezel, die jeweils zwischen den Kindern geteilt und gegessen wurde. Mit dem Weg zurück wieder in Richtung Kindergarten fand das Fest sein Ende und das ein oder andere Kind leuchtete mit seiner Laterne den Weg nach Hause.